Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zu The Gap. Und das Spiel ist im Mai 23 erschienen. Warum kam ich das jetzt raus? Tatsächlich hatte ich das sogar schon mal als Let's Play auf meinem Kanal. Da war der noch ein bisschen kleiner. Da hatte ich gerade so die 100 Abonnenten überschritten. Hatte auch gerade so entschieden, ich mache weiter. Das hatte ich davon so ein bisschen abhängig gemacht. Ja, dieses Let's Play war seinerzeit komplett untergegangen. Das hatte vielleicht 5 oder 6 Aufrufe. Darum hatte ich es dann auch bald wieder runtergenommen. Aber das Spiel selber, das habe ich sehr gemocht. Ist ein interessantes Psycho-Horror-Game, das zumindest bei mir auch eine gewisse Wehmütigkeit ausgelöst hat. Und das liegt an einem bestimmten Spielmodus, den ich euch im Anschluss an den Durchgang einmal vorstellen werde. Ich finde aber, das Spiel selbst, das hat es schon in sich. Wir gehen da einfach mal gemeinsam rein. Los geht's. Ja, man sieht kaum was, aber das ist da ein Autocockpit. Meine Tochter ist vor einigen Jahren nach einiger Zeit gaben alle die Hoffnung auf, sie wiederzufinden. Sie hatten sie abgeschrieben. Also sie ist offenbar verschwunden, da ist was lost in translation. Aber ich nicht. Ich weiß, dass meine Tochter noch lebt. Sie ist irgendwo da draußen und wartet auf mich. Sie braucht meine Hilfe. Natürlich gibt man da nicht auf, ne? Also, letzte Nacht habe ich diesen Brief bekommen. Papa. Es ist so lange her, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich endlich meinen Platz gefunden habe. In diesem Haus. Für immer. Ich vermisse dich. PS. Suche nicht nach mir. Ich weiß nicht, woher ich den, ich denke, Weg kannte, kommt da. Es war, als ob mich etwas dazu drängen würde, herzukommen. Ich muss da rein und meine Tochter finden. Und wie ich sehe, hat der Entwickler seit dem Release etwas an der Lichtengine geschraubt. Es war leider so ein leidiges Problem, dass man relativ wenig sehen konnte. Man sieht auch immer noch nicht besonders viel, aber es hat jetzt eine andere Qualität, das Licht. Spannend. Gut. Ich weiß tatsächlich auch nur noch grob, wie es los und weiter ging, aber wir kommen schon klar. Tada! Ich schau trotzdem mal, ob wir die Helligkeit etwas aufdrehen können. So, ja, können wir tatsächlich. So, man sieht nicht viel mehr, aber immerhin. Also wir schwingen die Türen mit Mausbewegung auf, das ist auch ganz nett. Tja, hier soll meine Tochter ihr Zuhause gefunden haben.
Ich melde Zweifel an. Okay, die Tür scheint zu sein. Sehr unangenehme Geräuschkulisse. Aber immerhin haben wir Licht. Das ist doch was. Was wird hier denn so gegessen? Crispy Breakfast. Dazu eine Dose Iced Tea. Ja. Wer keinen Wert auf Geschmack und Gesundheit legt, kann sich sowas geben. Ach, ganz ehrlich, ich esse auch gerne mal Schmutz. Sollte nicht so viel lästern. Solange man es nicht damit übertreibt. Soul Food würde ich es nennen. Tja, niemand zu Hause. Auch ein sehr unangenehmes Licht, ne? An diesem Ort ist nichts gut. Hier, The Uncertain, das wollte ich auch mal machen. Da gibt es sogar zwei Teile von. Ah, hier ist nichts zu wollen. Schauen wir uns mal im ersten Stock um. Ah, hier ist sogar eine Tür offen. Oh, sehr naive Malerei. Aber immerhin, das Bett sieht ganz gepflegt aus. Irgendwie sieht hier alles im Vergleich zum Erdgeschoss nett aus. Ja, hier ist sogar die Fortsetzung von Uncertain. Hier wird gespielt in dem Haus. Ah, und ein Bettchen. ...1867, sagt mir irgendwie sogar was. Also nicht zu verwechseln, 1984, aber das, irgendwie kommt mir der Buchtitel bekannt vor. Ich glaube, der ist nicht ausgedacht. Badezimmer, okay. Es sieht so aus, als sei hier brackiges Wasser drin. Und der Vorhang hat sich schon vollgesaugt damit, igitt. Tja, aber niemand da. Ich gehe mal ums Haus rum. Vielleicht ist hier was zu entdecken. Sieht ein bisschen aus wie eine Grabplatte, oder? Ansonsten ist hier auch wenig los. Oh, eine Statue. Ein kleiner, oder eigentlich gar nicht so kleiner, Jesus. Aber hier gibt es einen Keller. Wie kommen wir denn dahin? Das Musik? Eigentlich ist das die einzige Tür, die ich nicht aufbekomme. Das könnte womöglich die Kellertür sein. Tja, hier hat offenbar jemand nie tapeziert oder hat sämtliche Tapeten von der Wand gerissen. Obwohl, das sind Tapeten. Da hat sich jemand für Betongrau entschieden. Das nenne ich mal einen guten Geschmack. Oh, hier ist auch noch eine Tür.
Geht nicht auf. Habe ich schon zwei Türen, die nicht aufgehen. Hä? Okay. Okay. Was war das? Und warum ist das Licht aus? Warum hat sie da rausgeschaut? Dieses ganze Haus scheint zu ächzen, oder? Als litte es Qualen. Wie so ein Schiff auf hoher See, bei dem sich die Planken allmählich auseinanderziehen. Da bewegt sich was, oder? Jetzt ist es weg. Irgendwas ganz Seltsames geht hier vor sich. Junge! Das war unangenehm. Ich hätte gern wieder mehr Licht, wenn es recht ist. Eigentlich ist mir egal, ob es recht ist. Oh. Habt ihr das gesehen? Ach du Scheiße. Okay, geht nicht auf. Und seltsame kratzende Geräusche kommen von der anderen Seite. Ich höre hier Geflüster. Okay. Okay. Ihr seid viele. Ich mach da mal Licht, ja? Es geht nicht an. Was wird das hier? Ein Tribunal? Vielleicht gehe ich einfach mal hier rüber. Und ihr macht weiter eure Geistersache. Ich glaube, sie sind weg, oder? Nein. Was wollt ihr von mir? Hier geht gar nichts mehr. Ich sehe auch gar nichts mehr. Darüber, ja? Okay. Oh, hier ist jetzt offen. Steht auch schon wieder jemand. Das macht kein gutes Gefühl. Also, es wird ziemlich sicher seine Tochter sein, aber was ist mit ihr los? Fuck.
Ich bin jetzt im Keller vom Keller. Okay, das ist mein Schatten, das ist schon mal beruhigend. Weniger beruhigend ist dieser Ort. Da ist mir zu dunkel. Ich gehe hier lang. Oh, hier ist sie wieder. Wohin gehen wir? Rechts, links? Okay, das sieht ja schon fast normal aus. Bügeleisen, Waschmaschine, Trockner. Das ist jetzt weniger normal für einen Keller, finde ich. Ein Wohnzimmer. Kamin. Ist es der Raum von... Nee, es ist nicht der Raum von oben. Okay. Verliere gerade so ein bisschen die Orientierung. Ah, hier geht's weiter. Das ist wirklich eine Hochspannung, oder? Da gefriert einem so ein bisschen das Blut in den Adern. Ist auch wieder einfach so ein Raum im Keller. Und vollständig eingerichtet sollte mein Zimmer werden. Ist nichts draus geworden. Das ist aber auch wieder ein Teil aus dem Haus von oben. Das klingt auch wieder nicht nett. Hä? Was? Schatz, ist alles gut? Das ist mir gerade unangenehm. Ich hoffe, das verstehst du. Okay. Dann gehe ich halt hier lang und... Du könntest ja mal ein Päuschen machen. Ich meine, was soll's, es ist meine Tochter. Kann ich dir helfen? Okay. Offenbar nicht. Was ist denn hier noch? Eigentlich nichts, ne? Kannst du das nicht sehen? Wieder, das ist, den Raum hatten wir doch schon mal. Ich finde mich gerade gar nicht mehr zurecht. Okay. Oh, Moment. Hier ist jetzt die Küche, das ist neu. Ich höre Musik. Kommt die hier raus? Glaube ja, ne? Auch wieder ein Spotlight von Normalität. In einer völlig surrealen Situation. Da ist doch wieder irgendwas, oder? Nee, doch nicht. Sag mal, verändert sich das hier unten? So, hier hätte ich die Begegnung mit ihr. Hinten bin ich raus. Und wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich wohin? In diesen Raum. Von hier bin ich hergekommen, oder?
die Tür bin ich, oder auf diesen Raum bin ich zugegangen. Okay, hier geht's auch nochmal durch. Und ich bin wieder hier? Kann das sein? Ist hier denn noch irgendwas? Nee, es ist einfach nur ein Rundgang. Oder ein Eckgang. Ah, Moment, hier könnte ich nochmal durch. Es verwandelt sich auch immer mehr, ne? Die Strukturen werden konkreter, die ersten Trennwände erscheinen. Das ist abgefahren. Oh, ich habe eine Treppe gefunden. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht wird jetzt alles gut. Man darf allerdings Zweifel anmelden. Okay. Gott, wie lange war ich da unten? Das ist auch ein völlig anderes Haus. Da steht mein Auto, da kommt keiner vorbei. Und sag mal was zu der Mucke, die ist doch atemberaubend, oder? Ich mag ja diese stichten Ambient Sounds, wenn sie die richtigen Töne treffen. Scheint wieder alles normal zu sein. Direkt ein bisschen idyllisch. Seht ihr das? Der Regen hat endlich aufgehört. Du hättest niemals herkommen dürfen. Aber ich bin froh, dass du da bist. Also mal ehrlich, das ist doch hervorragend erzählt, oder?
Also, vielleicht bin ich ja blöd, aber ich finde das Spiel hervorragend. Ich finde es berührend. Es schickt einen wirklich durch eine Achterbahn an Emotionen. So, und jetzt gehen wir nochmal da rein, was dieses Erlebnis, finde ich, abrundet. Jetzt sind wir nämlich wieder hier. Es ist Tag. Dieses jenseitige Licht, das wirkt wie nicht von dieser Welt, als sei dieser Ort von der Zeit vergessen worden. Als wären wir hier eingefroren. Die Welt dreht sich weiter, aber dieser Ort ist stehen geblieben. Wir wollen hier nicht weg. Wir können hier nicht weg. Denn das ist der Ort, wo unsere Tochter ist. Und wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist, aber es spricht ja alles dafür, dass sie nicht mehr lebt. Man muss es so sagen. Und hier an diesem Ort existiert sie noch, in einer Momentaufnahme. Ja, sie verschwindet nicht. Sie ist aber auch nicht mehr erreichbar. Und wir verharren für ewig in diesem Moment. Wir kommen hier nicht mehr raus. Wir finden keinen Weg mehr, diesen Ort hinter uns zu lassen und weiterzumachen. Wir wollen einfach nicht mehr gehen. Und es ist fühlbar, hier wird nichts mehr passieren. Das war's. Alles, was uns hier hält, ist ein Verlust, den wir uns nicht zugestehen können. Unstrittig klinisch lebendig und für immer verloren. Man kann versuchen, sich hier normal zu fühlen. Denn augenscheinlich ist ja alles normal. Aber der Ort ist spürbar tot. Er ist leer und verlassen. Jagen eigentlich nur noch einem Schatten nach. Es ist schwer zu sagen, formiert sich der Ort oder zerfällt er? Wir haben tatsächlich nur noch reglose Momentaufnahmen, die verraten uns nichts darüber. Wollte der Ort entstehen oder wollte er gehen? Eigentlich sind wir hier ein Fremdkörper. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.